Speichern. Denn wir sind bald durch. Wir können gleich anfangen zu bauen. Der schöne Teil im Spiel. Obwohl, nee, alles ist eigentlich schön. Siege alle Gegner nur mit dem Schwert. Weißer Siegel. Heißt das, der Riot Pod ist versiegelt. Haben wir da den Geostein, ja. Okay, der Geostein ist gefahren. Besiege alle Gegner nur mit Monikas Schwert. Okay. Ich denke mal, machbar. Es sei denn, ich weiß nicht, was der weiße Siegel bedeutet. Das weiße Siegel. Auf dieser Ebene scheint es ein weißes Siegel zu geben. Du kannst nicht mehr heilen oder ungewöhnliche Zustände verändern. Ja, das dachte mir gerade mit 20 GP, ne? Hier gibt es mir viel zu viele Kisten. Okay, ich kann nicht heilen. Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Ich nehme das Gelbe. Was? Das wären 1000 Gilder gewesen. Scheiße, der hat mich bemerkt. Nein, nein. Ich kann nicht heilen. Tornado und Exorzismus für das Schwert. Und dann spektrumiere ich davon mal 3. Obwohl, spektrumiere gerade so, wie ich luftig bin. Tornado immer noch nicht fertig. Noch ein Spektrumieren für den Fall, dass ich es brauche. Dann spektrumiere ich davon noch ein paar. Und zwar 3 Stück. Voilà. Noch eins. Habe ich jetzt 3 davon? Ja. So, tue ich da mal auch 2 rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, ich gucke erstmal nach. Er braucht noch einen Tornado. Manchmal sind Waffen, wo man viel, viel mehr reinmachen muss, ja, besser, da man sich da halt größere Mühe geben kann, muss. Man hat auch gesehen, man hat das eine mal synthetisiert, zack, also das eine mal bekommen, die eine Waffe, und dann halt, ja. So, was nehmen wir? Breitschwert oder Bastardschwert? Ich weiß nicht. Ich nehme das Breitschwert.
Wow, das war eine gute Wahl. Alter. Alter. Diese Waffe. Dafür lohnt es sich vielleicht sogar, die hoch zu pushen und dann da rein zu spektrumieren, zu synthesieren und so weiter. Habe ich da... Da habe ich noch nicht mal Punkte. Ah, ich krieg da trotzdem 7 Schaden. Das war's mit Monika. Alter. Als Greif ist eigentlich ein Rhypod-Gegner. Eigentlich. Boah, jetzt bin ich sauer. Würde ich am liebsten alles mit einem Rhypod killen. Oh nein. Maximilian ist noch schneller. Also, auch wenn wir ihm diese Raupendinger gegeben haben, so schnell scheint er damit nicht zu sein. Die Gegner nur mit Monika ist schwer zu besiegen. Aber ich glaube, das Siegel ist dann ja weg, wenn wir es geschafft haben, da zu besiegen. Und dann können wir mit Monikas Schwert doch ordentlich hier Rambazamba machen. Apropos, Rambazamba. Wir haben ja... Die Waffe haben wir ja auch schon das Lenkrad nicht hochgepusht. Blitz und Angriff. Wir haben hier zum Glück 8 Blitzkristalle. Na, damit ich nicht so weit runter immer machen muss. Mach ich das so? Wo sind die Blitzdinger? Da. Spektrumiere ich sie mal alle. Kann ja nicht schaden. So. Da habe ich jetzt 8 Blitze. Und die tun wir nicht alle da rein. Ich denke mal, bis 18 mache ich mal die Blitze. Das wären dann nämlich 4 Dinger von Blitz. Und dann gucke ich mal, ob ich noch Blitz brauche. Kann natürlich sein, dass ich es noch brauche, weil es ja immerhin eine stärkere Waffe. Nein, Blitz ist fertig. Dann haben wir nämlich hier noch 4 Angriffsdinger.
Könnte sein, dass ich übrigens meine Waffe mal in eine andere reinspektrumiere, weil ich halt eine bestimmte Waffe haben will. Das mache ich jetzt so lange mit den Angriffsdingern, bis er sagt, Hochstufen. Das wird nicht lange dauern. Bestimmt nicht. Ich habe eh nur noch zwei. Und in den zwei muss er sagen, ja, komm, hier. Na, ah ja, Schmetterschlüssel. Wir erhalten den Schmetterschlüssel. Da brauchen wir jetzt Blitz, Tier, Zerschlagen, Kälte. Blitz haben wir hier noch? Dann mache ich nochmal Blitz rein. Damit haben wir wenigstens dann Blitz schon voll, denke ich. Er braucht noch einen Blitz. Vielleicht braucht er auch noch den letzten. Weil es ist immerhin wieder eine stärkere Waffe. Da braucht man natürlich viel, 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 viel mehr Synthese-Dinger wieder. Natürlich. Hier Blitz. Mein letzter Synthesepunkt. Und er braucht immer noch Blitz. Er braucht immer noch Blitz. Ihr wollt mich doch verknuspern. Hier ist der Ausgang. Könnten wir schon gehen, aber nein. Ah, da das Ganze ohne Heilung ist, werde ich mit dem Rideboard. Ich werde mit dem Rideboard, denke ich mal, hier aufräumen. Hey, Gummo. War das der einzigste hier? Ich könnte schwören, da hinten war noch was. Rotes. Komm, schmeiß das Ding mal weg. Ich glaube nicht, dass... Ja. Ein Schallbomber. Natürlich. Ich kriege nur mit Monikas Schwert, ne? So eine Aufgabe kann Monika nicht machen. Nicht mit dem Level. Und nicht ohne Heilung. Ich werde mich wirklich intensiv mal... Die Punkte, die gönnst du dir mal mit dem Whiteboard. So, dann steige ich mal wieder ab vom Whiteboard. Wenn ich schon nicht heilen kann, dann will ich, dass der Whiteboard hier mal ein bisschen aufräumt. Da überall drin. Der Batu-Pulver. Und eine Karte. Ich will aber nicht nur eine... falsche Richtung. Ich wollte nämlich zu der Kiste. Ich wollte ja nicht nur eine... Ah, da hätten wir uns heilen können. Ohne Heilung hin oder her. Das geht immer. Und das sind drei Gegner. Laufen wir doch erstmal denen Gegnern in den Arm.
ist ein Ridebot-Gegner. Oh, Reparaturpulver. Natürlich. Warum nicht? Ridebot hat übrigens mehr Energie, wie ihr seht, durch das Akku. So. Natürlich nur mit dem Ridebot hier durchzufahren, ist klar ein Vorteil, aber man will ja auch die anderen leveln. Und ich frage mich, ob ich auch mit der aktuellen Waffe zur Legende komme. Und zur Supernova. Es wäre ja sonst irgendwie, ja, nicht so dolle. Müsste ich extra dann... Upsa. Waffe ja wechseln hinterher. Ach komm, ich mach ja auch so fertig. Komm. Siegel ist jetzt weg. So, Max kann sich jetzt heilen. Wunderbar. So. Mal wollen wir mal gehen. Und jetzt. Das ist ja da. Oh, wir haben Reparaturpulver voll. Oh. So ist es eigentlich immer gut, wenn man dann merkt, oh, Reparaturpulver können wir keins aufnehmen, gleich benutzen. Da braucht man keine Bedenken zu haben. Kann man dann sofort benutzen. So, wir speichern. Und ihr wisst es bereits, ja. Regenbogenfälle. Den Boss. Können wir nicht rufen. Weil wir erst mit Draco reden müssen, genau. Da ist ein kleiner Sumpf. Es hat etwas Geheimnisvolles. Menü öffnen 4. Das wusste ich damals nicht, wie man das macht. Bei meinem zweiten Durchspielen habe ich es dann gewusst. Habe ich es dann sozusagen erfahren. Habe ich es eigentlich auch durch Zufall bemerkt und so. Weil ich halt weiter gebaut habe. Reparaturen, bla bla bla, abgeschlossen. Kann ich den jetzt wieder verbessern? Wie das? Natürlich müssen wir immer wieder einen weiteren Kern kaufen und bla 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 bla. Ich habe wirklich Bock, einen Kern nach dem anderen zu kaufen. Aber, ja, okay, ich bin so nach Sinnen, aber
Dafür muss ich sehr viel leveln. So, das Bauen werde ich im nächsten Part machen. Oder in der nächsten Aufnahmesession. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.